Hallo, ich erkläre euch, wie man Straßen auf Karo-Papier malt. Die einfachste Straße ist einfach zwei parallele Linien mit einem Abstand von einem Kästchen. Das könnte zum Beispiel eine kleine, schmale Straße mit den kleinen Strichen in der Mitte sein. Eine breite Straße könnte man zum Beispiel so malen. Da müsst ihr einfach schauen, was euch lieber ist. Kleine oder breite Straßen geben. Dreispurige Straßen ist dann auch ganz einfach. So zum Beispiel, das könnt ihr eigentlich machen, wie ihr wollt. Überlegen solltet ihr euch vielleicht nur, wie breit eine Spur ist. Hier wäre jetzt eine Spur relativ klein und hier wäre es ein halber Zentimeter. Wenn man diese größere Spurbreite nimmt, dann bietet sich das eigentlich. Also es ist eine schöne Variante, weil man da dann kleine Autos basteln kann. So zum Beispiel. Und die passen da super drauf auf die Spur und dann kann man damit rumfahren. Ja, was sollte man vielleicht auch noch wissen? Eisenbahnschienen. Es gibt hauptsächlich zwei Varianten. Die erste Variante wäre ein Tunnel oder eine Unterführung. Das heißt, wir haben jetzt hier zum Beispiel die Straße, einspurig. Dann hier die Unterführung und dann geht hier die einspurige Straße weiter. Und hier in der Mitte könnt ihr dann die Gleise langführen. Das gleiche geht natürlich auch mehrspurig. Die zweite Variante ist, wenn man keine Unterführung machen will, sondern ist quasi einen Bahnübergang. Da malt man am besten, also einfach beides gleichzeitig, sagen wir mal, hier haben wir eine schräge Schiene. Und dann führt die Straße, in dem Fall einspurig, drüber weg. Und die Schienen sind üblicherweise so, dass es vor und hinter dem Bahnübergang diese Schwellen gibt und dazwischen keine. Man könnte jetzt hier noch die Schranken dazu machen. Sieht ein bisschen authentischer aus. Das gleiche geht natürlich auch wieder zweispurig. Da sind die Ampeln meistens eng über eine Spurseite. Ja, dann, was vielleicht auch noch wichtig ist, sind Kreuzungen. Das wäre in dem Fall für die einspurige Variante eine T-Kreuzung, das ist ganz einfach. Oder eine normale Kreuzung. Bei zweispurigen ist es ein kleines bisschen schwieriger, das ist das falsche Wort, aber man muss was beachten. Das Kreuz an sich ist noch
gleich. Und jetzt ist die Frage, wie man diese Mittelstriche halt malt. Da muss man einfach schauen, wie man die fortführt. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, wir kommen hier von oben. Dann hätte man jetzt immer die hier von links führt. So. Und das sieht natürlich in der Mitte nicht so schön aus. Also da wäre es zum Beispiel die Möglichkeit, dass man hier einfach dann ausspart. Oder zum Beispiel den letzten. Ja, genau, hier Turner schon wieder ein Problem. Durchzieht. Da müsst ihr einfach mal schauen, was euch da am besten gefällt. Ja, einfach mal ein bisschen ausprobieren. Ansonsten gibt es noch ganz normal Kurven, ganz einfache Kurven oder zweispurige Kurven. Zum Beispiel sowas. Was sich bei Kurven oder auch bei Kreuzungen anbietet, sind Fußgängerüberwege einplanen. Das sieht dann so aus. Oder wo man auch quasi die Fußgänger führen kann. Ja, das sind, denke ich, erstmal die einfachsten Dinge. Damit könnt ihr viele schöne Städte malen oder Straßenkarten malen auf so ein A4-Blatt, da passt viel drauf. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Macht's einfach mal nach.